Hallo ihr Lieben und willkommen in unserem allerersten Video 2023. Ich habe schon ein Video angefangen zu malen und aufzunehmen, nur komme dann leider nicht weiter dazu, weil es sehr viel Arbeit ist. Und ich habe einfach, keinen Kopf dazu momentan, deswegen ruht das gerade. Aber ich dachte, ich drehe jetzt ein kurzes Video und stelle euch mein neues Buch von Raquel Mainz. Und zwar, das Buch ist in Dude Candy's Houses. Sehr gut in Deutsch, ne? Und das ist in Schwarz-Weiß. Ich habe für mich was entdeckt. Ich zeige euch vielleicht nächste Woche ein anderes Buch, stelle ich euch vor. Ist auch in Schwarz-Weiß. Und da habe ich privat ein Bild gemalt, also ohne, dass ich aufgenommen habe. Ich wollte das einfach für mich ausprobieren und ich finde es ganz gut. Also ich fand es nicht schlecht. Also auf jeden Fall ist das in meiner Insta-Story. Oder Instagram-Beitrag. Mein Gott, ich muss wieder lernen zu reden. Also, so sieht das gute Stück aus. Das Einzige, was ich schon jetzt sagen kann, ich finde, die Bilder, die sind nicht... also sie sind so ein bisschen verpixelt. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie klarer sind. Ich glaube, in der Kamera kommt das richtig gut rüber. Aber wenn ich das so vor mir, wenn ich das vergleiche zu meinem anderen Buch, da sind die Bilder klarer. Also nicht so ein bisschen verpixelt. Aber ich denke, wenn man die ausmalt, dass man das dann gar nicht so sieht. Also... ich freue mich schon auf das Buch, muss ich sagen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Video, also Schwarz-Weiß-Bild malen. Erstmal aus dem anderen Buch, was ich euch dann nächste Woche vorstelle. Das werde ich dann abfilmen. Und das wird dann, irgendwann machen wir das auch dann zusammen. Stella, bitte nicht runterschmeißen. Wir haben ein neues Kätzchen, die liebe Stella. Die ist 9 Monate alt und die ist frech. Aber frech in lieb gemeinte Art. Und nicht so frech wie mein Tapsil. Aber sie muss viel neue Sachen entdecken. Alles ist so spielerisch für sie. Also nicht wundern, wenn es hier ein bisschen lauter ist. Tapsil mag das nicht so, dass jemand anderes jetzt hier ist. Aber... ich hoffe, dass sie mit der Zeit die Stella akzeptiert und weniger frech ist. Und die Stella haben wir aus einem Tierschutzverein geholt. Der Mike hat da geguckt und hat sich in sie verliebt, dass er sie gesehen hat. Und dann hat er so lange rumgemacht, bis ich gesagt habe, okay, wir holen die Stella. Und ich bereue nicht, dass wir sie haben. Die ist so süß, verschmust. Klar, muss noch viel lernen. Ich hoffe, es macht euch nichts, dass ich dazwischen was anderes quatsche. Wenn ich euch das Buch zeige. Und wie gesagt, ich muss jetzt wieder reinkommen in das Reden. So, Update, ich muss jetzt einen Termin machen für meine dritte große Blutabnahme und mal schauen, ob die Blutwerte jetzt in Ordnung sind. Ich hoffe mal, weil, naja, ihr wisst schon, ne? Ist nicht so toll, wenn es nicht so ist. Wie gesagt, seit August, wo ich Corona hatte, ist es ganz schlimm. Und mein Kurzzeitgedächtnis ist noch immer gestört. Also manchmal gibt es Tage, da funktioniert er okay. Und dann gibt es wieder einige Tage hintereinander, wo das nicht so okay ist. Langzeitgedächtnis, muss ich sagen, geht eigentlich. Also da ist noch nichts, was ich gemerkt habe, dass da was vergesslich werde. Aber Kurzzeitgedächtnis. Ich muss immer wieder mir Sachen vorsagen oder wirklich aufschreiben, dass ich es behalte. Und wie gesagt, manchmal klappt es sehr gut und dann wiederum weniger.
Und ich hatte ja euch mal so einen Beitrag, glaube ich, auf YouTube. Ja, auf YouTube habe ich das hier reingestellt, dass ich an einem Bild dran bin, was ich aufnehme auch. Und wie gesagt, da momentan sehr viel los ist auf der Arbeit und ich bin wirklich kaputt, da ich sehr, sehr schlecht schlafe, habe ich einfach keine Kraft, mich dann hinzusetzen und ein Bild als Video aufzunehmen. Also auszumalen und dazu ein Video aufnehmen. Weil da ist doch schon ein bisschen anders, als wenn man sich einfach hinsetzt und ein Bild ausmalt. Ich habe aber für mich ein paar Bilder gemalt. Musste ich, weil ohne geht auch nicht, weil das ist ja mein Ausgleich. Nur wie gesagt, beim Dreh, ich habe zur Hälfte das Video, also das Bild abgedreht und die Hälfte fehlt mir noch. Also ich finde die Bilder wunderschön in diesem Buch. Wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen mehr, wie sagt man, pigmentierter sind. Nein, ist auch das falsche Wort. Ein bisschen klarer sind. Aber wie gesagt, ich denke, wenn man das ausmalt, ist dann nicht so schlimm. Okay, jetzt sind wir am Ende angekommen. Da sind noch andere Bücher von ihr. Das interessiert mich auch. Mal schauen. Ich weiß nicht, habe ich das? Weil ich habe so einige Bücher mit Blümchen. Ich muss mal gucken, ob ich das von ihr habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber das auf jeden Fall nicht. Ja, das war's dann mit dem Buch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dass ihr so ein kleines Lebenszeichen von mir gehört habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, dass das nächste Video das Bild ist, was ich male. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal wann ihr das Video guckt. Und umarme euch ganz herzlich. Ein Herzchen an euch alle. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann. Ciao, eure Helene.